Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal ein Rückchen in Time auf dem play.teamoer.de Server. Und es geht los. Das nicht. Irgendein Schwerttyp. Aber auch nichts Gutes. Ah, haben wir schon länger nicht mehr gespielt. Das gute alte in Time. Dankeschön. Und heute spielen wir es mal wieder. 3 Minuten haben wir noch verbleibend. Das können wir uns auch leisten. Und dann sind wir gar nicht mal so schlecht equipped. Der Typ hinter uns hat einen Eisenbrustpanzer. Stärke, Direktheilung, Direktschaden. Okay, er will gleich aufs Maul haben. Er hat keine Waffe und rennt uns trotzdem hinterher. Das ist natürlich sehr klug von ihm. Oh, das ist ja noch einer gewesen. Und die haben sich alle gegenseitig gekillt. Sehr gut. Okay, was er hier vorhat, weiß ich auch nicht. Ups. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ein Kompass wäre jetzt eigentlich ganz schön, aber... Naja. 8 Leute leben noch, sind gerade relativ viele schon gestorben. In relativ kurzer Zeit. Deshalb gucken wir jetzt mal, wo wir hier noch einen Kompass herbekommen oder sowas. Oder einen Gegner sehen oder... Mal schauen. Hier hat auch nichts Sinnvolles mehr. Was brauchen wir noch? Bessere Schuhe, eine bessere Hose vielleicht da vorne. Das ist nur so ein Villager. Das brauchen wir der Zeit verteilt. Mal gucken, ob wir da gleich mal vorbeischauen. Ansonsten mich gerne so eine Instant Damage 2 Pots. Immer noch eine sehr, sehr effektive Pot, in meiner Meinung nach immer noch OP in dem Spiel, die zu haben. Demnach, wenn ihr nicht allzu schlecht einen Pot wirft, dann kauft euch sowas. Ah ja, hier gibt es einen Kompass. Kompass sagt in da entlang. 96 Blöcke, da ist jemand die Zeit ausgegangen. Oder einer ist gestorben. Mal gucken, mal gucken. Na gut. Ich bleib mal jetzt hier nicht länger stehen und warte, sondern ich geh mal hin. Ups. Der ist da vorne. Er hat einen Dia-Brustpanzer. Aber ansonsten nichts an Rüstung. Und ich bin die Zeit ausgegangen. Okay. Natürlich Glück für mich. Ich genau dann da stand. Er hat sogar einen Regen-Pot. Oh, ne, Instant. Ne. Doch, Instant Health 2. 109. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Achso, in der Mitte. Oder? Ja. Ein bisschen Angst, dass mir die Zeit ausgeht. Deshalb nehme ich mal den in der Mitte da. Das war ihn hier. Ah, es sind 2 Leute. Ah, der eine hat eine Dia-Hose gehabt. Oh, das hat ja auch tief gefallen. Er hat eine Eisenhose. Ich weiß nicht, inwiefern die vorher schon gekämpft haben, deshalb ist es hier wahrscheinlich ein bisschen abgestaubt. Ah, wenn er jetzt mal sterben würde, natürlich. Sehr gut. Eisenhose. So. Hier haben wir auch besseres Essen. Aber keine bessere Waffe bisher. Was auch nicht so schlimm ist. Kompass sagt dort entlang. Vorne sind 2. Die wollen sich gegenseitig umbringen, glaube ich. Deshalb werde ich da jetzt mal eingreifen. Ah ja, das ist er wieder. Eisenschwert. Okay. Kann interessant werden. Hat einen Goldapfel in der Hand, glaube ich, oder? Oder? Ja. Das ist ein Goldapfel.
Gucken, ich habe noch 2 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel er hat. Vier Hits, fünf Hits und fällt und tot. 1 Minute 28 hat er noch. Das heißt, er wäre auf jeden Fall vorher krepiert. Die Uhr nehme ich mal hier hin. Und die Dia-Hose nehme ich auch noch. Und die Eisenschuhe, dann sind wir ultra gut equipped. Und es gibt noch ein einziger, der ist 350 Blöcke entfernt. Da wäre eine Leiter gewesen, ich Vollidioten. Warum falle ich hier eigentlich runter? Und gleich spawnen noch neue Händler am Spawn. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen, hoffentlich. Und doch einmal gut er equipped ist. Muss ja nicht zwangsweise schlechter equipped sein als ich. 200, erst nicht in der Mitte. Die Mitte ist noch näher dran. Ja, ich warte hier nochmal kurz. Ich hoffe mal nicht, dass ihm die Zeit ausgeht. Da ich schon gern noch kämpfen würde. Lieber. Ja, gut. Kaufen werde ich jetzt auch nichts mehr. Er kommt zur Mitte. Ich habe hier nochmal eine Regen-Pot, meinen Goldapfel und meinen Instant Damage-Pot. Hä, lol. Ja, er ist an Zeit gestorben. Wie ich es gesagt habe. GG. Naja, schade. Aber gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Runde hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.